Hi, ich bin Nuki von Netcode Illuminati. Ich bin ein sehr erfolgreicher Counter-Strike-Source-Spieler für das internationale Top-Team MTW. Ja, und in diesem Video seht ihr einen Ausschnitt aus dem Content, den es in meinem Premium-Forum auf der Netcode-Page zu sehen gibt. So, ich nehme jetzt mal die Colt und zeige so ein paar generelle Setups von oben jetzt erstmal. Ne? Also, Möglichkeit, der ganz normale Standard ist natürlich, man hat mal einen Has, man hat eine Action, beziehungsweise lange, ich weiß nicht, wie er nennt das Has. Man hat eine Action und man hat eine irgendwie Tapete. Das ist natürlich die Standardmöglichkeit, die man hat. Ne? Daraus ergeben sich ein paar Moves, die man spielen kann. Ne? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die beiden Mittelspieler, also der Action-Spieler und der Has-Spieler, die spielen zusammen und der Tapetenspieler ist für sich alleine. Möglichkeit 2 ist, der Action-Spieler, den ich jetzt bin, und der Tapetenspieler spielt zusammen. Wenn die beiden zusammenspielen, also Tapete und Action, dann kannst du natürlich hier reingehen, ne, und kannst hier eine AE schmeißen auf Timing. Einfach hier so gegen. Wir wollen die ja eh nicht runterdroppen lassen, wir wollen sie da oben lassen. Ne? Und zwar gibt es so eine Zeit, so ich sag mal, wenn man 1,45er Roundtime hat, dann ist es meistens so bei 1,28, 1,26 in den Dreh, dass ein Terror da irgendwie hochkommt. Das ist natürlich immer mit Luck verbunden. Ne? Man kann natürlich auch die AE einfach durchschmeißen. Das geht genauso. Das ist so eine Möglichkeit. Um einfach mal ein bisschen auszugrenzen. Alternativ kann man die Mitte smoken, ne, und mit dem Mittelspieler einfach mal eh verzögert mit runterschmeißen und das Ganze kombinieren mit den Bananenspielern. Ne? Also, wie gesagt, dass man sagt, einfach auf Timing, so wie Banane schmeißt jetzt AEs, die schmeißen hier die AEs und ihr seht schon, die AE landet in diesem Bereich. Ne? Da ist oftmals so, dass die Terrors die AE sehen und schnell versuchen wegzuspringen und dann müsst ihr sofort eine Sekunde später oder eine halbe Sekunde später die AE von der Mitte kommen. Ne? Also, man muss das wirklich dann gut timen. Ne, dass man sagt, wir haben am Anfang hier eine Smoke geschmissen. Okay, Banane schmeißt er eh, feiern so hohl, Mittelspieler schmeißen muss beides. Ne? So, bleiben wir jetzt mal bei ein paar Situationen oder ein paar Aktionen, die man hier im Gang zusammenspielen kann. Ne? Möglichkeit 1 ist, für den Gangspieler, das möchte ich mal zeigen, ups. Man stellt sich hinten an die Wand und zielt dort aufs Geländer, auf die Kante und schmeißt dann eine Smoke. So. Und ihr werdet jetzt sehen, dass ihr nichts seht, aber nach einer kurzen Zeit geht hier meistens die Smoke ein Stück weg. Ja, und dann, ihr seht schon, seht ihr? Die Smoke ist hier ein Stück weg und ich kann da jetzt komplett sehen, wenn jetzt einer durchlaufen würde. Ich würde jetzt nur auf den Kopf hier zielen, wenn einer durchkommt, ja, ist er weg. Das gleiche kann ich nochmal machen mit dem Gangspieler. Ne, der Gangspieler, der kann jetzt in der Zeit, wo die Smoke hier ist, wo die Smoke da liegen würde, da ist übrigens die Smoke, kann er die ganze Zeit hier zielen, kann auch hier mal aggressiv zielen und könnte die ganze Zeit hier irgendwas machen. Ne, er kann sogar, wenn da nichts zielt, sich hier in die Ecke mal stellen. Und hier oben und hier einfach so zielen. Man sieht dich da fast gar nicht, ne? Und du hast jeden Spieler, der jetzt hier reinspringen würde, safe. Ne? Das ist so eine Möglichkeit, die man hat. Als Gangspieler kann man mit dieser Smoke, ich schmeiß sie nochmal, ne, natürlich auch aggressiv gehen und einfach mal in diese Smoke reinhalten und die runterzielen. Ne? Also wenn man hier runterzielt, ne, dann kann man dann durch den Radar sozusagen was machen. Man kann sich auch hier hinstellen und hier eine Flash schmeißen, die unten landen würde. Das ist jetzt. Die hat nicht hier funktioniert. Ich mache sie mal ohne das. Also, wenn die Smoke liegt, man stellt sich hier hin. Ne, und zieht hier hin. Das ist die perfekte Smoke, perfekte Flash. Man muss natürlich im Gefühl haben, dass sie, wie sie kommt. Man kann damit direkt runterpushen. Ne, und jeder hier wäre blind. Es ist natürlich eine gewisser Skill dafür notwendig. Man muss es ein bisschen üben. Ne, dass, wenn die Smoke da liegt, dass man trotzdem diese Flash schmeißen kann. Weil, ihr seht schon, es ist ein ganzes Stück schwieriger. Flash kommt. Zack, runter. Kurz mal was töten. Man kann natürlich auch die Smoke schmeißen am Anfang. Ja, eine AE da zum Beispiel irgendwann hinterherhauen und dann versuchen, noch schnell mit der AE vorzugehen und dann durch die Smoke durchzugehen. Oftmals erwartet ein Gegner einen dann nicht, wenn da die Smoke liegt. Der denkt, er ist hinten, die AE kam gerade und zielst du einfach mal. Ne? Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Video, das es bei mir im Netcode Premium Forum zu sehen gibt auf netcodeilluminati.com. Ihr könnt es natürlich aber auch auf allen anderen Portalen verfolgen. Zum Beispiel auf YouTube ist das Netcode Illuminati, auf Facebook ist das Netcode Source und auf Twitter ist es auch Netcode Source. Oder meine privaten Channel sind auf Facebook MTV Nuki und im YouTube André Nuki. Vielen Dank fürs Zuschauen.